Willkommen auf dem Kanal von Manibon MTG. Heute mit einem neuen Unboxing-Video. Wir haben ein Invasion Tournament Pack und ein Urzas Schicksal Booster. Und dann als Draufgabe noch zwei Team Booster von einem Ravnica Legion Set. Wir sehen uns nach dem Intro. Bis gleich. So, wir starten gleich mit den zwei Teamboostern. Vielleicht haben wir diesmal mehr Glück. Die letzten, die wir aufgemacht haben, waren vom Value her ein Horror. Also ich sage mal nicht mal 2 Euro oder 1 Euro teilweise. Wenn man sogar die Ankammern berücksichtigt, die ihren Wert haben könnten. Also generell bin ich von dem Produkt nicht so überzeugt und habe nicht vor, wieder in Zukunft solche aufzumachen. Aber vielleicht belehrt uns dieses eines Besseren. Smothering Tide. Oh, erste Mal Doppel Rare, Lumbering Battlement und Smothering Tide. Da nicht unbedingt das Beste, aber das überzeugt schon mal, dass es nicht ganz ein Abbrenner ist, ja? Und im zweiten. Das kommt aber generell sehr selten vor, dass da zwei Werte sind. Also auf meines Empfindens, weil von 20 solchen Boostern waren bei zwei mehr als ein Wert drin und einmal ein Foil. Also keine gute Ausbeute. So. Zumindest ein paar spielbare Karten sind drinnen. Im Kammern-Ankammern-Slot und im Modify sehr gut und Tie-Taker. Diesmal wieder nur ein Rare, aber einen Euro zumindest auch die Karte wert. So, als erstes machen wir das Invasion Tummen Tournament Backoff. Da haben wir letztes Mal schon geöffnet. Jetzt kommen die Länder. Bin mir nicht sicher, ob da auch Vollländer dabei sein können. Wäre natürlich sehr schön, ein Vollland von dem zu haben. Oh, wir haben zumindest Dash for Glory in Foil. Sorcery. Wunderschönes Foiling. Eine Foil Rare nehme ich also dazu. Guter Bull. Dann einmal Void. Mit einem extrem futuristischen Artwork. Aber ein Hammer. Und nochmal extrem gutes Artwork. Ein Leech, ein Egel. Andradit Leech. Noch ein Rare. Okay, also anscheinend, wenn er Foil Rare dabei ist, sind es drei Rare. Bind. Dann im Ankammern. Das ist ein Seashell Cameo. Ein wunderschönes Artefakt. Und da geht's weiter. So, sehr gutes Artwork. Mit dem Gerard. Kennt man aus den Comics, die ich manchmal Fotos auf Instagram post. Saltmarsh. Mit schlechteste. Disrupt. Das heißt, die schönen Artworks sind echt. Counter Instant or Sorcery. Unsere Karten sind auch noch für Almana. Ein Kabu. Noch ein Kabu. Ein Kabu Chameleon. Eine Split Card. Spite Malice.
Und dann haben wir noch einen Haufen Kammern ankommen. Tranquility ist auch gut. Zwar Sorcery Speed, aber man kann damit alle Enchantments zerstören. Unser Liebling, der Phyrexian Reaper. Dann geht's weiter. Ja, sehr viel Kabos drin. Aggressive Urge. Und sonst nichts mehr Spezielles. Ja, das war das erste. Und jetzt zum über 40 Euro teuren Urza Schicksal Pack. Damit aufpassen, dass wir das schön öffnen. Ist ausgeschön geöffnet. Und wir fangen mit einem Nachtschattenseher an. Das hat da in der Nase einen riesigen Ring. Weiter geht's mit Stopfkanone. Wo sie kleine Goblin-Server verschicken. Also verschießen. Der keltonische Champion. Extrem detailreiches Artwork. Und als Rare. Unterpflügen. Eine Hexerei. Lege zwei Länder deiner Wahl oben auf die Bibliothek ihres Besitzers. Ja, nicht unbedingt die beste Karte. Und dann schauen wir noch durch. Kammern, Ankammern, also Kammernslot. Grobschlächtiger Ogre, wabernde Masse, Temporitas Kaspen, Trompetenstoß, haben sie im letzten Set geprintet. Weißer aus dem Yavimaya, Brustpanzer aus Kaspen, Meeresduft, Efeuduft, gierige Ratten, blubbende Bobble. Schaut aus wie Unhinge-Karten oder Unstable-Karten. Und Flammenstrahl. Aber durchaus sehr schönes Pack. Mit ein paar guten Sachen auch drinnen. Danke fürs Zuschauen. Wie immer, wenn ihr mehr so in den Videos wollt, bitte hinterlasst einen Comment. Und wenn euch die Videos gefallen, würde ich mir über ein Abo freuen. Man sieht sich im nächsten Video. Danke.